Und ein wunderbares Hallo zurück zu einer weiteren Runde Stellaris mit mir von Paradox. Derzeit sind wir dabei, nicht diesen Teil, sondern diesen kleinen Teil zu beeindrucken, um eine entsprechende Vasalisierung zu bekommen. Das dauert noch ein wenig. Wir hatten letzte Folge versucht, unsere Pilze als unabhängigen Staat abzulösen, indem wir sie in unser Reich integrieren möchten. Das hat leider noch nicht funktioniert. Da hatten wir einfach zu wenige Einflusspunkte. Die Einflusspunkte sind, sind entsprechend ins Negative gegangen und damit ist die Zufriedenheit unserer Bürger generell drastisch gesunken, was uns einige Probleme bereitet hätte. Das Experiment habe ich direkt beendet. Dann haben wir die letzten Einflusspunkte verwendet, um Bit-Tox zu kolonisieren. Und und die Integration des anderen Reiches zu stoppen, um entsprechend die Probleme minimieren. Sehe ich gerade. Hier hatten wir zwischenzeitlich ein Problem mit der Bevölkerung. Sie haben Unruhe, 51,5 unzufriedene Bevölkerung gemacht, Mitglied der Free Thought Movements. Das heißt, wir müssen da vielleicht auch ein oder zwei Fraktionen mal zufriedenstellen. Die sind leider anti-autokratisch, das Problem können wir nicht verändern. Sie wollen mehr Bewegungsfreiheit. Das könnte man vielleicht machen, dass wir ein bisschen was Bewegungsfreiheit zulassen. Schauen, wo können wir das machen? Können wir die Regierung hier reformieren? Special Project complete. Das ist nicht so das Interessante. Aber wir haben einen Zulkor-Schwarm gefangen. Die Zulkor sind insektenähnliche Wesen, die in Schwärmen leben. Was angesichts ihrer enormen Größe und ihrer litovorischen Ernährungsweise, die Zulkor sind Steinfresser, ungewöhnlich ist. Ah. Eines der Shuttles der ISS Brustus wurde schwer beschädigt, als es sich unabsichtlich durch einen großen Schwarm flog und mehrere Zulkor begannen, an seinem Rumpf zu fressen. Im Rumpf für Exobiologie, im Museum für Exobiologie auf Mirovandia Prima hat der Bau eines speziellen Sicherheitsbereichs für die Kreaturen bereits begonnen. Sehr schön. Wollen würde. Ich wollte, glaube ich, meine Politiken ändern. Das kann ich. Richtlinien und Erlasse. Umsiedlung ist gestattet. Das ist eigentlich die gewaltsame Umsiedlung. Hier haben wir die nicht fühlenden Wesen. Wir können Xeno-Studien durchführen, wir können Xeno-Erleuchtung allerdings nicht machen, wir können eine Umsiedlung machen, wir können den ersten Kontakt aggressiv oder negativ, passiv machen. Kernwelten, Bevölkerung sind alle Spezies. Flüchtlinge, wir erlauben keine Flüchtlinge. Sklaven, Sklaverei ist bei uns gestattet. Die Säuberung ist ebenfalls nur zur Deportation gestattet. Jetzt wollte ich eigentlich hingehen. Und die Umsiedlung erlauben. Theoretisch Flüchtlinge erlauben. Entweder nur Bürgerspezies oder alle Flüchtlinge willkommen. Ich behaupte mal, wir sind jetzt mal spontan so frei und tun zumindest ein paar Flüchtlinge erlauben. Ich
glaube, unsere Rasse war so weit, dass wir Sklaverei erlauben mussten, weil wir dekadent waren. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Die Radieschen sind sesshaft. Aber wir sind nicht dekadent. Dann versuche ich jetzt mal die Sklaverei abzuschaffen. Sklaverei verboten. Damit sollte eigentlich theoretisch die Bevölkerungszufriedenheit stark steigen. Genau, hier haben wir zumindest etwas besser gemacht. Die möchten gerne keine Aliensklaven haben, alle Flüchtlinge willkommen. Ist okay. So weit sind wir jetzt gerade nicht. Was möchten die noch? Regionale Gouverneure. Dafür haben wir gerade kein Geld. Wir brauchen mehr Nahrung. Mehr Nahrung, weil wir keine Sklaven mehr haben, die uns die Nahrung heranschaffen. So, dann machen wir das mal anders. Ich möchte die gerne haben. Wo können wir denn noch mehr Nahrung sammeln? Hier schon mal eine Hydrokulturfarm bauen. Dann möchte ich. Bauen wir schon eine Hydrokulturfarm. Ich will das auch nochmal bauen. Gesetzt. Wir haben die atmosphärische Filterung erforscht. Durch Anpassung der atmosphärischen Filterung an die örtlichen Gegebenheiten können unerwünschte Luftbestandteile herausgefiltert werden, die in die Lebensbedingungen der Kolonisten auf der Weise verbessert werden. Wir können die Bewohnbarkeit noch weiter erhöhen. Das ist ein Energiesauger. Energiesauger wurden einem merkwürdigen biologischen Vorgang in der Tikanie nachempfunden und saugt die Energie an. Ein Visier der Feindschiffe ab. Das ist auch sehr nett. Das ist sehr schön. Ich glaube, wir wollen noch einmal die Flottenkapazität erhöhen. Und natürlich wollen wir weiterhin die Nahrung verbessern. Das funktioniert gerade nicht anders. Schauen wir mal hier. Die Leute sind schon etwas weniger unzufrieden, das ist gut. Wir können hier noch ein paar Defensivarmeen bauen, dann würden die Leute uns besser gehorchen. Der Planet kann keine weiteren Unterstützung erzeugen. Construction complete. Zufrieden sind sie jetzt noch, es sind noch genügend Armeen da. Das reicht doch. Dann können wir mal schauen, haben wir hier noch ein bisschen Oberfläche, was wir vernünftigerweise bauen können. Können wir hier noch ein einfaches Forschungslabor hinsetzen. Nein, die Nahrungsleute sollte ich nicht wegnehmen. Aber die Forscher, weil wir haben am wenigsten noch eine Physikforschung. Hier könnte ich nochmal verbessern, aber leider gibt es da kein verbesserwürdiges Gebäude. Wir kommen jetzt auf jeden Fall sehr viel Einigkeit dazu. Einigkeit ist wichtig für uns jetzt. Hier baue ich jetzt leider nochmal eine Kulturfarm, auch wenn damit zwei Mineralien. Ich baue die Hügel und fahre nicht.
Und lass dann später jemanden dahin umsiedeln. So, dich lasse ich da jetzt zu Ende wachsen. Das Konstruktionsschiff ist da hinten angekommen. Wo es auch mal hin sollte, nämlich dahin. Dann darf es sich. System Survey complete. Haben wir eigentlich die Möglichkeit, einen neuen Sektor zu gründen? Nein, wir sind schon auf Maximalsektoren. Das heißt, wir müssen einen unserer bewohnten Planeten einem anderen Sektor zuschreiben. Ich würde behaupten, das machen wir dann einfach hier oben, dass wir Zaha oder Fahol einfach dem Sektor übergeben. Währenddessen müssen wir natürlich weiterhin. Construction complete. Unser Einfluss wächst ein wenig, das ist gut. Wir können die Fraktion natürlich noch Construction complete. Und hier brauchen wir einfach solide Liquidität, wir brauchen viele Energie. Und wir brauchen mindestens 5 strategische Ressourcen, davon haben wir gerade keine, aber wir haben zumindest die Akquirierung von strategischen Ressourcen passiert. Warum die jetzt gerade in der Blau stehen, weiß ich gerade natürlich nicht. Das sollte nämlich endlich auch sein. Colonization in progress. Da wird gerade unser neuer Planet besiedelt. Die Anzahl der Armeen reicht erstmal, das ist gut. Das ist leider ein anderer Sektor, deswegen kann ich da nichts machen. Wir haben einen neuen Kontakt. Ein unbekanntes Weltraumreich, die Commonality of Snatalivska. Eine irenische Bürokratie, die hatte ich auch noch nicht. Sie sind ein bisschen autokratisch und Staatselemente sind synkretische Evolutionen. Beginnen Sie das Spiel mit 4 Bewohnern, die einer anderen untergeordneten Spezies angehören. Auch sehr schön. Monatlicher Einfluss plus 1. Föderationsgründer, die gründen gerne Föderationen und möchten gerne noch weitere Leute dazu einladen. Schade. Man hat mich autorisiert mit euch herzliche Grüße von Commonality of Sinusica zu übermitteln. Wir haben ein friedliches Regierungssystem entwickelt, dem ein Rat unter der Führung von Koordinator Radim den Badir vorsteht, auf das zwischen unseren beiden Nationen nicht mehr Frieden herrscht. Ja, wir teilen mal das königliche Recht. Wo sind sie denn? Construction complete. Das war nicht die hier. Die ich schon die ganze Zeit erwartet habe, dass da eine Nation ist. Ja, sie sind friedlich und aus dem Grund sperren sie erstmal die Grenzen ab. So, Grenzen schließen. Rivalität erklären. Mehr Einfluss. Den hier habe ich, glaube ich, auch schon erklärt. Jawohl. Die sind noch mit denen dort. In einer. Was ist denn da passiert? In einer Föderation. Incoming Transmission. Ein Eros-Pakt, der wie auch immer, dem können wir erstmal zustimmen. Special Project complete. Sniria, die Fahrt. Die Rainer sind große im Boden wühlende Kreaturen, die unterhalb der Dünen der riesigen Äquatorwüsten auf Morrigard 3 leben. Wenn diese Raubtiere Bewegungen im Sand über ihnen spüren, lassen sie in der Hoffnung, etwas Essbares zu erwischen, augenblicklich Dutzende von langen Dornen aus ihrem Rücken schießen. Das Aufbinden eines geeigneten Exemplars gestaltet sich anfangs als schwierig, bis hunderte ferngesteuerte Subdrohnen nach dem Zufallsprinzip die Wüste durchstreiften. Dies führte zur Entdeckung und Gefangennahme eines ungewöhnlich großen Exemplares, das sich mehr als 100 Dornen auf seinem Rücken trug. Hervorragend. Schauen wir mal, dieses Forschungsschiff macht gerade nichts. Incoming Transmission. Da können wir gerade nichts machen. Ein Angriffspakt. Ja. So, ich muss das mal anschalten. Construction complete. Forschen.
haben derzeit negative Energie, das ist schade. Das liegt daran, dass wir so viele Zerstörer bauen, aber zumindest unsere Nahrungsmittel sind Incoming Transmission. Ganz gut gelaufen. So. Da gibt es weitere Defensivabkommen, das nicht Angriffspakte, das ist okay. Die können sich mal zusammenmergen. Das Han Empire hat die Chiti-Nation nicht mehr unter ihrer Unabhängigkeitsflagge, das ist auch okay. Ich glaube, die Chitins müssen die nächsten sein, die wir uns unterwerfen. Das Salban-Kartell ist dem Werhoff-Pakt beigetreten. So, mal schauen. Research complete. Die sind, glaube ich, im Assoziationsabkommen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Construction complete. Erstmal die Technologie. Doktrin, Weltraumgefecht, Flottenkapazität plus 10%. Die allmähliche Anpassung an die Realität des Weltraumkampfes ermöglicht uns, größere Manöver effizienter zu koordinieren. Das ist gut. Oh, wir können den Filtraumstaub raffinieren. Erforschen. Strategische Ressource. Der feine Staub ist ein natürliches vorkommendes Stimulanzmittel, das auf manchen Welten zu finden ist. Auf die meisten Wesen hat es eine beruhigende Wirkung, kann deshalb als gewaltlose Methode zur Beruhigung feindseliger Individuen eingesetzt werden. Nahrungsleistung plus 10%. Wir können unsere Grenze weiter ausbauen oder wir können das Biolabor endlich erforschen. Wir brauchen jetzt mal das Biolabor, weil das haben wir ja noch gar nicht. Sonst dazu. Zum Raumhafen fliegen. Die dürfen sich auch mal vereinen. Wie lange haben wir noch unseren Angriffspakt? Das steht nicht da. Schade. So, Waffenruhe in dem Fall. Das Konstruktionsschiff könnte eigentlich mal hier hingehen und. Construction complete. Research complete. Die können wir mal darüber schicken. Wir haben eine neue Forschung. Nämlich Schilde. Diese Schildgeneratoren stellen die nächste Energieschirmgeneration dar und ersetzen die älteren Reaktoren-Modelle. Sie bieten weitaus besseren Schutz. Super. Wir können mehr Forschungsalternativen setzen. Das ist immer gut. Auch wenn ich eigentlich lieber gerne den größeren Reaktor hätte. Aber mehr Forschungsalternativen heißt, es könnte auch sein, dass die neuen Forschungsalternativen einfach vorhanden sind. Also wir gleich nochmal den Reaktor bauen können. Erforschen können. So, jetzt bauen wir mal große Schilder ein. Stellen fest, wir haben definitiv zu wenig Energie. Ein. So, den da wollte ich. Statt der Panzerung schauen wir mal, wenn wir einen Fusionsreaktor einbauen. Bei dem Kernspaltungsreaktor passt es wieder exakt. Ansonsten haben wir nämlich auch keine neuen wirklichen Waffensysteme. Das heißt, wir speichern das Ganze mal. Damit sollte sich eigentlich die Schildleistung auch verbessert haben. Mit den neuen Designs warten wir jetzt einmal ganz kurz, bis die beiden Flotten sich vereint haben. Und sobald sie sich vereint haben, machen wir ein Upgrade raus. Da können wir uns vielleicht schon das Upgrade machen. Ja, ich glaube, das geht auch. Und hier holen wir uns die Geschwindigkeit. Revision Divine Kingdom möchte einen nicht Angriffspakt, das ist okay. Im Moment bin ich ganz froh, wenn ich mit vielen Reichen einfach einen Nicht-Angriffspakt habe, was bedeutet, ich kann nur andere defensive Abkommen kosten. Einfluss
Ich korrigiere, ich bin nicht froh, wenn ich mit jedem einen Nichtangriffspakt habe. Das mit den Nachbarn. Und wollte ich jetzt nicht haben. Oben, was ist mit den Kurax? Die hat schon Angriffspakt. Defensiv ankommen, das ist okay. Schauen wir mal ganz kurz, was kann ich ein Forschungsabkommen anbieten? Wir können ihnen nicht viel anbieten, aber sie können uns sehr viel anbieten. Schauen wir mal in der Alien. Haben wir nicht genug? Zumindest wieder plus minus 0. So, Burax. Mit wem haben wir jetzt eigentlich Defensivabkommen? Wir haben 4 Defensivabkommen. Interstellar, Sirans, den Obraxis, den Burax sind glaube ich 3. Mit denen hier hinten sind wir einfach nur befreundet. Das sind unsere Freunde. Ich glaube, dann nehme ich jetzt einfach die Burax wieder raus. Alternativ schaue ich jetzt einfach mal in unsere Diplomatie. Wir sind hier, unser gutes Player Empire mit den Burax, Interstellar, Obraxi und dem Chitin Covenant. Schauen wir mal mit den Chitin Covenant. Möchten wir einen Vasallenstatus haben? Nein. Dann breche ich hier mein Abkommen. Aber wir können die Unabhängigkeit garantieren. Es kostet nur. Es kostet uns monatlichen Einfluss. Nein, das ist vielleicht keine gute Idee. Jetzt kriegen wir nämlich weitere Einfluss und können irgendwann mal unsere Nachbarreiche in unser eigenes Reich integrieren. Incoming Transmission. Wer möchte einen Angriffspakt? Ja, das ist okay. Schauen wir mal die Hans. Ships upgraded. Okay, wir haben eine Alien-Wattmalerei gefunden. Während der Durchführung der Oberflächenscans von Masam 1A entdeckten Wissenschaftler Veronica Garland und die Besatzung der ISS Bustos einen anscheinend zugeschnittenen, mit Alien-Schrift beschrifteten Felsbrocken. Da sie sonst keine weiteren Anzeichen auf Alien-Aktivität auf dem Mond gefunden haben, ist es ein Mysterium, wie genau die Wandmalerei hier hingelangt ist. Wir haben ein Spezialprojekt zur Übersetzung des Textes vorbereitet. Situation Log updated. Wir mal ganz kurz auf Pause stellen. Mal schauen, mit wem. Ihr mögt sowieso keinen. Nicht anderes Versprechen haben wir. Und die handeln mit denen. Die haben ein nicht anderes Versprechen mit uns. Und sind eigentlich grundsätzlich herzlich und freundlich. Die mögen uns eigentlich. Ich möchte sie auch gerne mit davon überzeugen, bei uns reinzukommen. Und nachdem wir alle stark genug sind, gibt es auch nichts mit der Idee des Vasallenvertrags. Bestenfalls die hier, aber die sind auch relativ stark dafür, dass das nicht passiert. So, schauen wir mal, wo haben wir noch weitere Anomalien, die wir erforschen können. Wir haben doch irgendwo mal einen Haufen von den Dingern. Ah, offensichtlich nicht. Dann können wir hier das Spezialprojekt untersuchen. Das Spezialprojekt anschließend hier auch. Ah, da ist die Anomalie. Das können wir nicht untersuchen. Das können wir untersuchen. Diese Anomalie.
Diese Anomalie wird jetzt auch erforscht. Damit sind sie ein bisschen was beschäftigt. Jetzt muss ich nur so langsam mal schauen, dass sie wieder Energie bekommen. Zuerst muss ich hier oben mal den Sektor, diesen hier, dann Sektor verwalten, Planeten dazu geben. Dann haben wir nämlich schon mal vorbereitet, dass wir gleich noch einen Planeten bekommen werden. Da haben wir dann leider keinen Anspruch drauf, das heißt, wir können gar nichts bauen. Dieser Planet ist gerade noch in Vorbereitung. Ich vermute mal, dass wir demnächst die beiden Sonnen hier auch noch bauen können. Alle Schiffe bauen. Colony established. Wir haben eine neue Kolonie. Auch der Kolonie entfernen wir erstmal sämtliche Blocker. Es tut mir leid, ihr werdet damit wieder ein bisschen akustischen Spam bekommen. Und dann können wir hier eine Radiofarm bauen und halten das Kraftwerk. Auch schon läuft alles. Jawohl. Schauen wir mal, wir könnten leider auf diesem Planeten doch nichts bauen, weil es gerade so außerhalb unserer Reichweite ist. Schade. Wir müssen also warten, bis unsere Grenzen weitergewachsen sind. So. Einige Leute haben ihre Föderationsabkommen beendet. Das ist gut. Oh, guck an, da sind die Chitine hochgesiedelt. Das gefällt mir nicht so. Dessen können wir vertrauen. Wir sind absolut illoyal. Die Jungs hier sind absolut illoyal. Dadurch, dass wir autokratisch sind. Und die mögen uns einfach nicht, weil wir A. autoritäre Tyrannen sind und B. Vor allen Dingen, weil sie relativ mächtig sind im Gegensatz zu uns. Also sie sind relativ groß. Aber wir können hier noch ein paar Schiffe bauen. Wenn wir denn die Materialien dazu haben. Ja, wenn wir denn unseren Raumhafen verbessert hätten. Auf dieser Welt. So, hier können wir jetzt nochmal ein. Purple Ray! Die kulturelle Elite auf Mirovania Prime ist irgendwie an Bilder des faszinierenden, lilafarbenen Regens von Molbian 2 gekommen, die von der Oberfläche erkundet wird. Oberflächenerkundungssonden der ISS Bustos aufgenommen wurden. Die Entdeckung hat zwar keinen wissenschaftlichen Wert, aber die bewegenden Bilder der farbfrohen Niederschläge lösen in der radiesischen Künstlerei eine kleine Renaissance aus, deren positive Effekte noch auf Jahre hinaus zu spüren sein werden. Das heißt, wir haben jetzt 240 Monate eine Zufriedenheit plus 10%. Unsere Leute mögen uns, das ist schön. Den schicken wir mal zum nächsten Raumhafen. Es gibt ein paar weitere Defensivabkommen. Und mit diesen weltenumstürzenden Ereignissen werde ich jetzt diese Folge beenden. Habe mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Freue mich auch weiterhin, wenn ihr zuschaut. Sollte es euch gefallen, zum Beispiel diese fremdartige Strahlung, sollte sie euch gefallen, dann würde ich euch bitten, lasst mir einen Daumen hoch da oder ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.